Eine neue Studie sagt, Atommüllendlager gibt es in Deutschland erst 2074. Das ist einfach mal 43 Jahre später als gesetzlich beschlossen. Denn eigentlich wollten wir schon 2031 wissen, wohin mit unserem Atommüll. Allerdings glaubt das Bundesumweltministerium, man kann den Prozess Beschleunigung und verlorene Zeit aufholen. Ob das wirklich klappt, warum es überhaupt so lange dauert und wieso das echt gefährlich werden könnte, darum geht's jetzt. Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's. 1957 geht der Forschungsreaktor München ans Netz. Damit ist er der erste Atomreaktor in Deutschland. Atomenergie war damals voll im Hype. 2 Jahre vorher hatte der US-Erfinder Alex Lewitt sogar angekündigt, in 10 Jahren gibt es kernkraftgetriebene Staubsauger. Dazu gekommen ist es am Ende nicht und auch die Stimmung gegenüber Atomkraft ist insbesondere in Deutschland gekippt. Mitte der 70er entstehen die ersten großen Proteste. Einen Höhepunkt erreichen sie 1984. Mit Gorleben wird damals das erste deutsche Zwischenlager in Betrieb genommen. Inzwischen gibt es in Deutschland 16 von solchen Zwischenlagern. Die meisten davon befinden sich direkt an Atomkraftwerken. Dadurch soll es so wenig Castortransporte geben wie nur möglich. Allerdings sind die keine Dauerlösung. Darum brauchen wir Endlager. Allerdings sagt ein neuer Bericht vom Öko-Institut, vor 2074 wird es die bei uns nicht geben. Vielleicht denken sich jetzt ein paar von euch, warte mal. Hatte Deutschland nicht schon mal ein Endlager? Tatsächlich wurden mehrere Lagerstätten in Betracht gezogen. Bekannt sind da zum Beispiel vor allem Asse 2, Morsleben oder der Schacht Konrad. Asse 2 ist ein ehemaliges Salzbergwerk in Niedersachsen. Von 1967 bis 1978 wurden hier rund 126.000 Fässer eingelagert. Faktisch hat man das Lager ab 1971 auch wie ein Endlager behandelt. Inzwischen wurde die Anlage aber stillgelegt und auch die Fässer, die müssen jetzt wieder raus. Im Juni 2024 wurde sogar bekannt, in das ehemalige Endlager sickert Wasser. Es wird zwar aufgefangen, aber das ist natürlich ein krasses Sicherheitsrisiko. Morsleben dagegen ist ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten und hat seit 1986 die Genehmigung zum unbefristeten Dauerbetrieb als Endlager. Und obwohl es die DDR nicht mehr gibt, das Endlager Morsleben wird weiterhin betrieben. Seit 2001 wird dort aber kein Atommüll mehr eingelagert. Die Anlage, die gilt nämlich als einsturzgefährdet und muss stabilisiert werden. Darum plant man aktuell auch hier die Stilllegung. Beim Schacht Konrad in Salzgitter sieht das ein bisschen anders aus. Es ist das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Deutschland. 2029 soll es in Betrieb gehen. Aktuell wird das ehemalige Bergwerk noch zum Endlager umgebaut. In 850 Meter Tiefe sollen hier einfach mal 303.000 Kubikmeter Atommüll reinpassen. Allerdings sind die Planungen für das Endlager schon ziemlich alt. Darum wird aktuell noch geprüft, ob sie noch dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Tja, also der Atommüll, der kann eine echt lästige Sache sein. Was auch sehr lästig ist, ist Schadsoftware. Klar, also man passt auf, wo und was man herunterlädt, aber vielleicht klickt man auf den falschen Download-Button, kommt auf eine täuschend echte Website, die sich dann als Fake herausstellt oder noch schlimmer, ist einfach unvorsichtig. Und da kann euch unser heutiger Sponsor helfen, NordVPN. VPNs sind ziemlich praktisch, also egal ob es um länderspezifischen Content wie Mediatheken geht oder dem Schützen der Privatsphäre beim Surfen. Und letzteres geht mit Nord ziemlich gut, denn die NordVPN-App, die kann halt auch mehr als nur VPN sein. Egal ob es um das Scannen von heruntergeladenen Dateien, Schutz vor DDoS-Attacken oder auch Dark Web Monitoring geht, mit NordVPN könnt ihr euch selbst schützen. Wenn ihr jetzt ein 2-Jahres-Abo abschließt, spendiert Nord euch nochmal 4 Monate obendrauf. Und das Beste, solltet ihr nicht zufrieden sein, gibt es auch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Klickt dafür einfach auf den Link in der Infobox oder schaut auf nordvpn.com/breakinglab vorbei, um dieses Angebot nicht zu verpassen. Aber wenn wir doch schon ein Endlager haben, warum suchen wir dann noch eins? Das Endlager Konrad ist ja für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle. Was aktuell noch gesucht wird, ist ein Standort für hochradioaktive Abfälle. Also die lagern bisher ja in so Zwischenlagern und die sind nur kurz- bis mittelfristige Lösungen. Heißt, sie sind immer nur für mehrere Jahrzehnte ausgelegt, genau gesagt für 40 Jahre. Denn so lange halten auch diese Castor-Behälter mit dem Atommüll. Endlager plant man dagegen für mindestens 1 Million Jahre. Die Lagerstätten, die müssen für diesen Zeitraum also auch geologisch sehr stabil sein und absolut sicher abgeschlossen, also unzugänglich. Und darum sind die Auswahlkriterien hier auch sehr streng und das kostet natürlich Zeit. Trotzdem, in anderen Ländern geht es viel schneller. Also warum braucht Deutschland so lange? Das hat mit dem Standortauswahlgesetz zu tun. Das regelt, was man bei der Suche nach einem Endlagerstandort beachten muss. 2013 ist es erstmals in Kraft getreten und wurde 2017 nochmal grundlegend überarbeitet. Und nach der aktuellen Fassung muss man sich den Ausgangspunkt für die Suche vorstellen wie so eine weiße Landkarte. Das heißt, kein Standort wird von vornherein ausgeschlossen oder bevorzugt.
Die Standortwahl, die läuft dann ab in drei Phasen, in denen immer weiter eingegrenzt wird. In der ersten Phase werden Teilgebiete bestimmt, die passend seien für die Endlagerung. Und auf Grundlage dieser Bestimmung gibt es dann erste Sicherheitsuntersuchungen. Aktuell ist der erste Schritt von Phase 1 schon geschafft. 2020 veröffentlichte die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, so einen Zwischenbericht. In dem Zwischenbericht befindet sich eine Karte und die zeigt alle Teilgebiete, die für eine Endlagerung in Frage kommen. 54% von Deutschland sind prinzipiell erstmal als Endlager geeignet. Und ja, dazu gehört auch Bayern. Entscheidend ist vor allem das Wirtsgestein, in dem der Atommüll gelagert werden soll. Als ideal gelten da laut Experten Granit, Salz und Ton. Wir suchen also vor allem da, wo es dieses Gestein gibt. Und zwar in 300 Metern Tiefe und mehr. So tief soll nämlich mal das Endlager liegen. Dort muss das Wirtsgestein den Atommüll auch komplett abschirmen. Gleichzeitig schließt der Bericht Regionen aus, in denen der Untergrund beschädigt oder gefährdet ist. Zum Beispiel also alte Bergbauregionen wie im Ruhrgebiet, Vulkangebiete wie in der Eifel oder erdbebengefährdete Gebiete wie den Oberrheingraben. Diese Vorhersagen, die müssen hier auch 1 Million Jahre gelten. Und so ist diese erste Karte mit insgesamt 90 möglichen Teilregionen für ein Endlager entstanden. Darauf folgt Phase Nummer 2. In der erkundet das BGE dann die ausgewählten Regionen, die möglicherweise geeignet sind. Das passiert über Tage, also über der Erde, und dazu gehören auch Bohrungen und seismische Messungen. Anschließend entscheidet der Bundestag, welche Regionen unterirdisch untersucht werden sollen. Damit kommen wir jetzt zu Phase 3, der untertägigen Erkundung, also unter der Erde. Und auch hier das gleiche wie in Phase 2. Es gibt Untersuchungen und Analysen und auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Begleitet wird dieses Verfahren von einem unabhängigen Gremium und an allen Entscheidungen soll die Öffentlichkeit auch noch beteiligt werden. Am Ende schlägt die BGE dann einen Standort vor und der wird vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, überprüft und an das Bundesumweltministerium weitergeleitet. Der Bundestag, der entscheidet abschließend darüber, wo dieses Endlager errichtet werden soll. Jetzt hat die Sache einen Haken. Ein neues Gutachten vom Öko-Institut zeigt, dieser Plan, der verschiebt sich um mindestens so 43 Jahre nach hinten. Wohin das Endlager kommt, das wollten wir laut Standortauswahlgesetz ja eigentlich 2031 wissen. Jetzt ist der neueste, früheste Termin einfach 2074. Und wenn das wirklich so kommt, dann würde das auch heißen, die Menschen, die final über das Endlager entscheiden, die sind vielleicht einfach noch gar nicht geboren. Und jetzt kommt's ganz dicke, tatsächlich ist 2074 auch nur der Idealverlauf. Das Gutachten sagt hier, im realen Verfahren ist ein weniger idealer Verlauf zu erwarten. Kommen wir damit zum großen Aber und der Frage, wieso dauert das überhaupt so unglaublich lange? Der Bericht, der wird da ziemlich deutlich. Schuld daran sind die ganzen Schritte, die das Gesetz vorschreibt. Ich habe ja eben die drei Phasen kurz zusammengefasst. Schaut man sich die aber mal genauer an, dann sieht man, alle Phasen haben extrem viele Teilschritte. Hier in der rechten Bildhälfte sieht man auch, wie lange die einzelnen Schritte dauern. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt für so einen gemütlichen Leseabend, ich habe euch das Gutachten unter dem Video verlinkt, wo natürlich wie immer auch alle Quellen zu finden sind. Jetzt ist es so, viele der Schritte müssen für jede vorgeschlagene Standortregion einzeln durchgeführt werden. Insgesamt soll das BGE 10 mögliche Standortregionen vorschlagen. Das bedeutet 10 Regionalkonferenzen, zusätzliche Erkundungen, Prüfungen und insgesamt einfach viel mehr Arbeit. Und dadurch kann es sein, dass sich das Verfahren immer weiter in die Länge zieht. Eigentlich wollte das BGE diese 10 Standortregionen auch schon bis 2024 vorschlagen, allerdings hat man bereits 2022 gemerkt, das lässt sich zeitlich einfach nicht umsetzen. Deutschland ist hier beim Standortauswahlgesetz einfach super kleinlich. Was? Wir und kleinlich? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Na gut, komm, schauen wir mal in andere Länder. Da kann es ja nicht besser laufen, oder? Naja, dass es auch schneller geht, das sieht man in anderen Ländern. Also in Finnland hat man bis zur Entscheidung 18 Jahre gebraucht, in Schweden 16, in Frankreich sogar nur 10 Jahre, in der Schweiz waren es 23 Jahre. Und das ist ziemlich spannend, denn tatsächlich ist das deutsche Suchverfahren stark an das der Schweiz angelehnt und dadurch kann man die Verfahren auch sehr gut miteinander vergleichen. Genau wie in Deutschland gibt es in der Schweiz 3 Wirtsgesteine und 3 Phasen. Allerdings hat sich die Schweiz schon in Phase 1 für Tongestein entschieden. Man hat nämlich sehr schnell erkannt, kristalline Gesteine, also Granit zum Beispiel, die können Klüfte und Risse bekommen. Und die kann man einfach nur super schwer vorhersagen. In Deutschland ist Granit bisher ja immer noch im Verfahren drin. Worin sich die Schweiz von Deutschland noch unterscheidet, ist das Konzept. Denn bevor man in der Schweiz angefangen hat zu arbeiten, hat die Schweiz schon die ganze Vorgehensweise festgelegt. In Deutschland werden die anzuwendenden Verfahrensmethoden erst während der Endlagersuche erarbeitet. Und auch Erkundungen hat man schon vorbereitend durchgeführt für die nächste Etappe und nicht erst gewartet. Also was muss jetzt passieren? Grundsätzlich muss sich das Verfahren beschleunigen. 2074 oder realistisch gesehen noch später, das ist einfach viel zu spät. Denn schon in 10 Jahren verlieren die ersten Zwischenlager ihre Genehmigung. Gorleben 2034 und Ahaus 2036. Dann überschreiten diese Castor-Behälter die 40-Jahre-Grenze.
Das Bundesumweltministerium möchte diese Zwischenlagerzeit verlängern, und zwar auf bis zu 120 Jahre. Und ja, diese 40 Jahre, die waren auch nur eine Mindestlaufzeit, aber 120 Jahre, bis dahin sind diese vorhandenen Sicherheitsfunktionen auf jeden Fall geschwächt, wenn nicht einfach funktionsunfähig. Und wir kennen ja auch nicht die Entwicklung in der Zukunft. Das ist einfach meiner Meinung nach ein extremes Sicherheitsrisiko. Allerdings muss man auch sagen, das Bundesumweltministerium will das Verfahren auch optimieren. Zum einen kann man die Zahl der möglichen Standortregionen reduzieren, zum Beispiel indem man Hochwasserrisikogebiete oder zu dicht besiedelte Gebiete direkt ausschließt. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, wieso hat man das nicht gleich gemacht? Aber hey, immerhin jetzt, und dadurch gibt es dann direkt weniger Konferenzen und Erkundungen und damit weniger Arbeit. Mein heißer Tipp wäre auf jeden Fall, hier mal auf die anderen Länder zu schauen und vielleicht eine kleine Exkursion zum Beispiel mal in die Schweiz zu unternehmen. Aber was denkt ihr dazu? Kriegen wir doch noch die Kurve und das Verfahren wird beschleunigt? Oder müssen sich unsere Enkel und die Enkel von unseren Enkeln noch damit beschäftigen? Also ich meine mit dem Atommüll auf jeden Fall, aber mit der Standortsuche auch. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten findet ihr hier noch ein Video zum größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Und da geht es auch um einen ziemlich abgefahrenen Wettkampf. Und es ist spannend. Es geht um Physik. Schaut euch das gerne an. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jakob.